eine Newcomer-TV-Sendung. Willkommen zu dieser wunderbaren Sendung. Wahrscheinlich habt ihr euch jetzt eingekuschelt zu Hause und seid gespannt, was ihr heute sehen werdet. Wir gehen zurück zur Virusmusik-Radioshow, die am 22. Dezember live aus der Batschgab übertragen wurde. Und dort waren 7 Acts zu sehen. Ja. Und wir packen da jetzt immer 2 zusammen von diesen Acts. Es war ein total tanziger, wahnsinnswilder Abend und es lag ein bisschen Schnee auf der Straße und manchmal bin ich auch ausgerutscht, aber davon will ich euch nicht berichten. Ich möchte euch die erste Band vorstellen, nämlich Gwendoline und Toy Boys. Das ist eine Band, die ich bei einem Konzert, was wir mit dem Offenen Haus der Kulturen am Unicampus, an der Bockenheimer Campus veranstaltet haben, Ende Oktober, genau, das letzte Oktoberwochenende. Und ich kannte die Band gar nicht, sie wurde mir empfohlen und ich war so geflasht von diesem Konzert, dass ich euch unbedingt jetzt einen Ausschnitt ihres Konzertes von der Virusmusik-Radioshow zeigen möchte und ich gehe davon aus, ihr seid genauso geflasht von dieser Band wie ich bzw. wir es sind. Ein Riesenapplaus von euch für Gwendoline und Toy Boys. Never as uncool as when you meet up with old friends. Never as uncool as when they ask you. And now it depends on your taste of new music. Never as uncool as when you meet up with them. Never as lonely. Sun burns down on you through the closed curtains of your little city room when you know the day is long and there are lots of things to do. Never is uncool as when you
Hallo Gwen. Hi. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja, euch zu sehen, weil ich habe euch das erste Mal gesehen war, am 30. Oktober beim regenkalten Gig vor dem offenen Haus der Kulturen. Ich hatte vorher euch gar nicht so auf dem Schirm, sondern wir haben einfach gefragt, was passt und so. Und dann kam dein Name sehr schnell ins Spiel und dann habe ich mir die Sachen auf deiner Seite angehört und war total fasziniert und live hat es mich total umgehauen. Wie machst du das? Was? Ich singe. Dass du die Menschen so in deinen Bann ziehst, weil du, das ist schon eine Magie, die ihr ausstrahlt als Band und auch du als Frontfrau. Oh wow, ich bin so geschmeichelt. Doch, danke. Ehrlich. Also ich mache das einfach damit, dass ich so die Gefühle, die ich habe, kombiniere mit übertriebenen Outfits. Ja, das passt auch total. Ich meine, das Bandfoto von euch ist auch so, das ist halt, man weiß nicht genau, das ist ja so queermäßig, sagt man. Ja, sagt und man. Das ist ein spannendes Element auf jeden Fall in der Musik und das bringt ja auch musikalisch. Du hast deine Roots sind in Kanada, oder? Nee, also ich komme ursprünglich aus Berlin und ich war die letzten Jahre auch in Berlin und zwischendrin auch an der East Coast der USA. Wie habt ihr euch kennengelernt, Toy Boys und Gwen Dolin? Ja, wir haben uns jetzt eigentlich vor einem Jahr kennengelernt und es war genau, Gwen ist ja aus Berlin wieder nach Darmstadt gekommen und hat eine EP veröffentlicht und ich habe damals auch schon in Darmstadt in verschiedenen anderen Bands gespielt und dann haben wir uns irgendwie so darüber connected. Ich glaube, du hast irgendwann dann bei Instagram geschrieben, dass du eine Band suchst und dann hat es dann auch meiner Band direkt geschrieben und dass du MusikerInnen suchst und so und dann... Und Tilly hat gesagt, ihr hattet mich auch schon auf dem Schirm. Genau, wir hatten das mitbekommen, dass du ein DLP gemacht hast. Und dann haben wir uns irgendwie so connected und das hat gleich perfekt gepasst. Ja. I came here today to ask you, is it okay that I shake like this when I think about the future? What's at stake? It makes me scared with pain and hunger. Is this the right time and place to love you? Feel the rest and make us cheer. Feel the rest and make us cheer. Feel the rest and make us cheer. Is it all fits and spurts, feeling stuck and out of control. I want to touch the earth. I want to touch the earth. I want to touch the earth. Ooh, every dream seems lost to you. Sit content in places, beautiful and safe and warm, holding my own beloved baby, and have your kisses on.
ihr seid jeder von der Band eine ganz skurrile eigene Figur. Spielt auf der Bühne nicht spielt, sondern ist eine Bühnenfigur. Jeder von, weil das hat man bei vielen Bands, die auch eine tolle Musik macht, machen, vermisst man das so ein bisschen, dass sie so eine Bühnenfigur entwickeln. Und das ist, macht euch sehr viel Spaß, eine Bühnenfigur zu entwickeln, oder? Ja, total. Also wir machen es auch gar nicht so bewusst. Also wir ziehen uns einfach auch irgendwie so an, wie es uns gefällt und sind so, wie wir gerne sind. Und ja, also es ist jetzt. Ihr seid mit aktuellem Album unterwegs, das heißt, du machst auch Kassetten? Also ich habe die Kassetten nicht gemacht, das war Mummy's Mistakes Records. Okay. Das ist so ein kleines Label aus Berlin, die machen exklusiv Tapes. Und weil seit der Corona-Pandemie die Plattenfabriken komplett überlaufen, habe ich da direkt Ja gesagt, damit es halt auch mal was Analoges gibt von mir. Und unsere EP, die am 7. Januar rauskommt, die wird es auch auf Vinyl geben, aber auch erst später, weil die Fabriken irgendwie alle ewig Wartezeit haben. Ich weiß. Ja. Nächstes Jahr 22, was geht? Ich wünschte, ich könnte das jetzt schon sagen. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gig auch hier in der Butch Cup schon geplant mit einem super tollen Künstler. Aber das darf ich noch nicht verraten. Alles klar. Ja. Ihr werdet heute den Abend eröffnen. Habt ihr ein spezielles Programm für die Butch Cup oder ist es ähnlich wie vor dem offenen Haus der Kulturen? Also ist es heute natürlich ein bisschen anders, weil es drinnen ist und nicht uns auf die Köpfe regnet. Das ist schon ziemlich cool. Außerdem sind tolle Ballons auf der Bühne. Tolle Bubbles. Tolle Bubbles. Ich muss heute keine Jacke tragen. Ja. Robert wird sich auch noch entkleiden. Wow. Tilly sowieso. Der nackte Robert. Ja, genau. Ich danke euch für den kleinen Einblick. Ein Riesenapplaus für Gwendolyn und Toy Boys. Vielen Dank. Running in the same spot, haunted by the same ghost. Guess it must be a lame ghost. Or am I just easily haunted? Why does everyone feel so entitled to tell me what to do with my life? I don't thrive on your opinion. I'm not this. Are you scared of me and so full of spite? You can love me. You can.
Ich muss euch jetzt eine Band ansagen, die ist einfach cool. Nicht nur, dass sie ihren eigenen Fanclub mitgebracht haben. Nein, sie sind auch coole Musiker. Die Rede ist von Lasse Kuhl und Julie Kuhl. Ihr kennt sie vielleicht schon. Lasse Kuhl hat eine eigene Band mit dem Namen Sons, Sons, also die Söhne der Sonne. Und er hat eine sehr extrem talentierte Schwester, die mit einer wunderbaren Stimme schon internationale Wettbewerbe gewonnen hat. Julie Kuhl und The Sons, Sons. Vielen Dank. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Also, wir auch. Ja? Ja. Also, weil ich habe euch ja, ich habe das Vergnügen gehabt, euch ein paar Mal zu sehen. Einmal bei diesem großen Auftritt Fridays for Future vor der Alten Oper. Das war Hammer, oder? Ja. Ja, das war sehr, sehr also, schön. Also vor allen Dingen, weil ihr habt es ja geschafft, dass es plötzlich ganz intim wurde, weil ihr habt euch dann auf den Boden des Bühnenwagens gesetzt und für die Leute da performt. Wie fühlst du dich, Lasse, wenn du so viel von dir zeigst? Also man kriegt dann ja, ist ja fast schon richtig, als ob man dann irgendwie so
ja, als ob du die Leute mit in dich hineinnimmst. Ist das, passiert das einfach oder ist das Attitüde? Ist schon schön eigentlich. Also ich schreibe die Songs ja meistens nicht so mit dem Gedanken, dass ich das jetzt vor ganz vielen Leuten spielen werde, sondern einfach so das, was irgendwie aus mir rauskommen muss, das kommt halt dann raus und dann ja. Ist es sehr schön, das mit anderen Leuten zu teilen und dann zu merken, dass es andere Leute auch in eine bestimmte Stimmung versetzt, egal ob es jetzt was Euphorisches ist, dass man tanzen will oder ob plötzlich alle melancholisch und still werden. Ja, aber es macht schon echt Spaß. Der Text ist ganz einfach. Es ist nur, I can feel it, we're making a change. I can feel it, we're making a change. Und so ungefähr so. I can feel it, we're making a change. I can feel it, we're making a change. I can feel it, we're making a change. I can feel it, I can feel it. Jetzt alle! I can feel it. Making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. I can feel it louder, I can feel it. We're making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. I can feel it. Vielen Dank.
hast ein eigenes Programm und bist auch mit E-Gitarre und Klavier auf der Bühne, ja, und machst deine eigenen Shows. Spielst du viel? Bist du viel alleine unterwegs oder beginnt das alles gerade erst? Ja, doch auch schon. Aber also was halt auch schön ist, wenn ich mit den Zahn zusammenspiele, ist es halt auch, dass es mir so ein bisschen Sicherheit gibt, so, weil ich dann halt einfach so nicht so ganz alleine auf der Bühne, ja, bin. Ja, natürlich, so. Verstehe. Aber es ist auch total schön, alleine auf der Bühne zu stehen, so gerade wenn es eher so ruhigere Songs sind, irgendwie so, weil es dann irgendwie so noch näher irgendwie so ist zu der Musik und zu den Gefühlen so. Aber ja. Du hast ein aktuelles Album. Ja. Und ihr sowieso, und das ist schon ausverkauft. Ja. Also eine EP haben wir gemacht dieses Jahr, die ist im Mai rausgekommen. Ja. Und die haben wir auf Vinyl pressen lassen und die ist tatsächlich schon ausverkauft. Ja, wir hätten gerne welche mitgebracht heute, aber. Aber man kann sowohl bei dir auf der Seite wie bei euch auf der Seite bestellen, wenn einem das Konzert heute Abend gefällt. Dann habe ich irgendwann das erste Mal, dass ich dich gesehen habe mit Lasse zusammen, war mit einem wunderschönes Video, was ihr zusammen am Klavier aufgenommen habt. Da habe ich dich das erste Mal und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn, wie das zusammenpasst. Ich meine, ihr seid Geschwister und ihr seid eigentlich, ich weiß nicht, wie Zwillinge, aber ihr seid keine Zwillinge. Ja, ja, so ein bisschen, gell? Ja. Also ihr seid total schon seit frühester Kindheit, habe ich irgendwie gehört, macht ihr zusammen Musik auch? Ja. Also, und ja, du hast dich dann weiterentwickelt, also auch ihr habt euch dann ein bisschen auseinanderentwickelt, du machst dein eigenes Ding, du hast irgendwie in England warst du oder was, oder hast da studiert Musik oder wie, oder bringe ich da was durcheinander? Ja, also fürs Studieren bin ich noch ein bisschen zu jung, ich bin dort zur Schule gegangen, aber ich musste es abbrechen nach 3 Monaten wegen Corona und ich glaube, das was du jetzt meinst, ist halt eher, dass ich bei so einem Wettbewerb mitgemacht habe, genau, bei Song Academy, das war, genau, auch in England, genau, das ist so eine Musikschule und es war aber so ein internationaler Wettbewerb und da habe ich halt mitgemacht und da war ich bei den Top 10. Genau. Genau, ja. Man hält große Stücke auf dich.
precious, punishing myself with cruel thoughts. I learned to cry, forgotten wishes, trembling through life, pretending to be someone I'm not. And I'm asking, cause they bring them into a world no one wants to live in. And I hide and you haunt and you protect me, and you carry me home and you respect me, even when I scream at you. Das war es auch schon wieder mit dem wunderbaren Newcomer TV Magazin. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Das war euer Seppel am Mikrofon und der fantastische Jochen an der Kamera. Ciao.